Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen weiter mit auf der Marsch. Nee, in Thüringen. Immer noch in Thüringen. Wo nachts kann man eh nicht erkennen. Am ersten Blick. Aber am zweiten schon. Nee, hier auf Thüringen-Karte. Version 2.0. Die zweite Version für 19er. 17er gab es ja auch schon. Ich habe den in 17er nicht gespielt, aber dafür die Call and Build. Wo ihr Ding da heißt, da. USA-Karte. Hat mir sehr gut gefallen. Die 16-fach. Ich denke mal, den 16-fach wird hier bei dieser nicht funktionieren, weil es einfach zu viel Anforderungen sind. Obwohl meine Grafikkarte nicht ausgereizt ist, Prozessor auch nicht. Aber hier ist der andere Faktor noch eine Rolle. Dass das Programm einfach nicht zulässt, glaube ich. Ja, wir fahren heute mal Gülle. Solange bis der Gülle alle ist, ne? Und morgen früh werden wir. Morgen früh werden wir die Kühe versorgen. Also morgen früh, das ist schon bald soweit. Sobald das heller wird, machen wir auf normal 5. Feld Nummer 41 will noch gepflügt werden. Machen wir auch noch nebenbei. Mache ich der Kursplay. So, die Ernte ist durch, wir haben alle unter, ne? Ein bisschen Silage haben wir noch zum Reinfahren. Aber heute fahren wir Gülle. Soll ich doch Anhänger kaufen sollen, einen zweiten und dann Mod nehmen. Und 60.000 Liter, aber gut, was soll's. Wie gesagt, ich wollte mich eigentlich komplett von den Mods verabschieden. Bis auf wenige, die ich dann wirklich dringend brauche. Ne? Also Autoload Holz zum Beispiel würde ich nicht gerne darauf verzichten. Autoload für Strohballen auch nicht. Obwohl wir hier fast keine Strohballen haben. Aber wenn wir auch mal BGH welche kaufen sollten. Ja, Stapler aufladen. Ich weiß nicht, das dauert sehr lange. Ne? Dann können wir nur auf einen spielen. Und das ist dann. Passiert ja auch nichts. Ne? So, nur daran denken, dass wir irgendwann von Gärreste mal fahren müssen und dann und mal sehen, wie ich das am besten hinkriege, mit dass wir das entsprechend auch transportiert bekommen. Man, das kriegt eigentlich Kursplay ganz gut hin, das habe ich schon hinbekommen. Auf der Marsch ist nur halt ein Prozess, der lange dauert, ne? Bei langen Karten, ja, langen Wegen und großen Feldern, das dauert entsprechend lange, ne? Muss mal einplanen, ne? Ja, so langsam ist wieder hell, ne? Aber jetzt kann der Regen kommen, kann man nicht mehr stören. Okay, ist wieder feucht. Also die Ernte wäre jetzt durch die Feuchtigkeit nicht möglich gewesen. Ist aber an sich aber normal. Das ist so ein Tau, ne? Ja, nee, müde werde ich jetzt, gibt's doch gar nicht. Ja, beim 7, du siehst, da überlege ich mir jetzt theoretisch, dass ich da mal von vorne anfange. Weil auch die letzten Aufnahmen auch versaut sind und ich weiß nicht so recht, ich habe auch viel, naja, überlegen. Die Woche ist ja noch hochgeladen noch. Denke drüber nach. Also wer das mal Interesse hat und so, ich denke drüber nach, das von Null zu beginnen. Einige Fehler, die man gemacht hat, korrigieren, ne? Aber wiederum haben wir schon weit gekommen, ne? Aber die Zombies nerven. Was mir da ärgert, ist, dass es nicht komplett auf Deutsch ist, dass man viele Sachen nicht so, also beim Lehren vor allen Dingen, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt Munition herstellen für Stahlmunition,
Weil die Hülsen kann ich jetzt aktuell nur Bronze herstellen. Also Bronze oder Messing oder keine Ahnung, was das ist. Also Bronze. Ja, und das ist, das kann ich halt nicht fördern. Bronze gibt es ja auch so gar nicht. Kupfer und Zinn gibt es da auch nicht. Also, jedenfalls nicht, was ich gefunden habe und auch nicht gefunden habe, jedenfalls. Also, das ist Eisen haben sie da, Blei. Sie haben auch Nitrat da. Kohle, ja, aber um Bronze herzustellen, braucht man Kupfer und Zinn. Und dann, das habe ich noch nicht gefunden. Und alles nur Autos suchen, um an Bronze zu kommen, in Massen. Und Türgriffe gibt es ja auch noch die Möglichkeit, aber das ist ja nicht in Masse. Wir müssen nur Munition haben. Kriegt ja dauernd Besuch, so eine. Ja, lästig. Du klopfst mir so lange, bis eine Tür aneinander fliegt. Hast keine Chance zu sagen, bist nicht zu Hause. So, sehr schön. So langsam aber sicher kriegen wir unsere Güllegrube auch leer. Es wird auch nur eine Kuhscha haben, ne? Hätten wir auch gleich einen Kanal legen können vom Kuhstall daneben die Güllegrube und dann dreht man den Hahn auf und dann rinnt in den BGH. Das wäre der einfache Weg gewesen. Aber nein, die machen es kompliziert. Man lässt die Gülle erst da hinten rausfahren auf den Vorhof. Und dann fährt man die Gülle mit dem LKW zurück. Geht nun alles. Ich weiß, bei uns im Stall gab es hier auch diese Güllebehälter. Und die waren dicht am Stall gewesen, weil Kanal wäre irgendwann verstopft normalerweise auf der Entfernung. Was da alles reingeht. Aber wäre gespannt, was wir an Geld kriegen. Werden wir beim nächsten Mal mitkriegen. Also nächsten Mal, ja gut. Das habe ich nicht gezählt. Das habe ich. Ja, die Kuh meldet sich auch wieder. Ja, das. Aber für 720, wenn das stimmt. Kommt ein bisschen mehr zusammen als die Lage, ne? Ja, so langsam sicher wird es hell am Horizont. Ist ja auch schon 7 Uhr, schon halb 8 Uhr, mein Gott, ne. Ah, jetzt wird hell. Um 8 Uhr gehen wir nämlich auf Normalgeschwindigkeit 5. Und dann um die Kühe kümmern. Kühle. Also 14. 143.000. Gehen wir normal wieder, ne? Beim Fahren macht es ja zu schlecht. So.
So. Der Morgen erwacht, die Vögel singen. Jetzt hat man mehr fällt das nicht ein. So, dann Kühe immer versorgen, ne? Das erste geben wir gleich Wasser. Was machen wir zuerst? Den LKW stellen wir hier ab und werden wir gleich ablassen. Den wertvollen Saft. Und dann gehen wir gleich der Kuh Wasser geben, dass die gleich Nachschub liefern kann, ne? So, auf. Also hier läuft nichts und hier sehe ich auch nichts. Aber das ist ohne einen Ballen. Da kommen wir nicht ran. So, Kühe, bin da. Wo ist hier der Mist, ne? Gut, wir haben keinen Stroh dafür reingekippt. Dach Kuh. War schon schön leer. Aber schön Durst gehabt hier. Muss man dazu sagen, wir haben ja hier die Pumpe. Die wird ja im Notfall immer für Nachschub sorgen. Also unsere Kühe haben immer genug Wasser. So, guck mal. Der ist auch leer. Habt ihr einfach hier nebenbei gefuttert oder was? Oh, hier raus kommen wir in den Qual. Da muss man Licht anmachen, ne? Ja, da wollen wir durchschieben, ne? Hat keinen Zweck. Da brauchen wir nicht warten. Das sind übrigens unsere Bullen, ne? Ja, genau. Wir haben Euter, die. Unsere Spezialisten hier. Finde ich mal so lustig. Kühe mit Euter. Beziehungsweise Bullen mit Euter. Wollte aber keinen Zaun aufmachen, du. Wenn das richtig, richtig Bullen wären, also. Werkzeug. Oh, unsere wertvolle Gut hier, was wir haben hier an. Ah, nee. Haben nichts reingefahren. Wusste ich jetzt nicht. Haben wir an Gera, das ist eine gute Frage, ne? Muss ich sehen, in längerfristig mal sehe, dass ich da die Gärreste auf Acker bringe als Verwertung von Dünger. So, da sind wir da. Aber nicht so voll, beziehungsweise voll schon, aber nicht, dass wir also länger läuft, als wir reinkriegen, ne? Passt. Können wir eigentlich den großen eigentlich für hinten nehmen, ne? Der Klüger, ne? Und den kleinen halt für die Ochsen hier, die Bullen. So. Da werden wir kurz mal abstellen.
Aber eine gute Bremse. Und dann holen wir Anna. Gleich putzen hier. Hier ein bisschen putzen. Haben die Brüder wieder Mist gemacht hier. Siehste, fertig ist das. So. Nehmen wir gleich mal ein Heu hier vorne mit. Das lohnt sich jedenfalls. Nimmt auch Ballen? Nein. Oder? Ne. Ist auch nicht vorgesehen. Das werden wir jetzt bei der abkippen. Vorm anderen Fahrzeug. Und der hat auch 5% Platz. So, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter. Dann sage ich hier mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, man hört uns jetzt vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss.